Hey ihr Bootser, wir sind Loot4Games. Die besten Deals für exklusive Game-Items. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Also ihr wollt jetzt wirklich, dass wir mit Lenkrad spielen, ne? Also anders kann ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen, was ihr wollt, oder? Aber wir springen ohne Handbremse und ohne manueller Schaltung, ne? Also ich lasse auf Automatik erstmal nur Lenkrad-Feeling reinbekommen. Und ich sag euch, ne? Ganz ehrlich, ich hab immer nur ein Pech mit dieser scheiß Technik, Digga. Ja, Uwe, starte mal deine Logitech. Ja, hier, dein Logitech, da mache ich so deine App da, weißt du? Was ist da los? Hier, Limiting. Dann muss neu rein, zack, zack. Gleich macht das Spiel an. Kalibriert, Kabel rum. Kenn ich gerade schon, weißt du? So bringt Logitech die Leute um. Also alle, die mich auf der Straße jetzt hier sehen, gebt euch in Acht. Fahrt einfach nur beiseite, weil sonst... Ja, gar kein Problem, Leute. Jetzt geht's los hier, Digga. Ich krieg jetzt so auf die Schnauze hier. Wo haben wir überhaupt hin? Was ist jetzt hier Sache? Wie kann ich das denn mit dem Ding machen? Wie kann ich hier Handbremse machen? Ah, okay, ist auf Kreis dann hier die Handbremse. Ah, ja. Oh. Scheiße. Wie mache ich jetzt hier den Plan auf? Okay, und so gehe ich zurück, oder was? Okay. Willst du nicht mal die Scheunfunde machen? Ich weiß, kann ich voll nachvollziehen, deine Frage. Aber ich will jetzt einfach fahren. Also ich will jetzt nicht suchen, weißt du? Ich will einfach mit dem Lenkrad fahren. Ich habe mir das Ding gekauft, Digga, und nicht einmal richtig benutzt. Weißt du? Leute, ich muss mich so konzentrieren, das ist was ganz anderes, Digga. Ich schwör's euch. Ich fühle mich so wie ein Legastheniker. Auch jetzt im Schnee, ne? Ich hab so Muffensausen gerade. Ich schwör's euch, ich hab so Muffensausen. Das Witz, das Interessante ist halt, man spürt die Gehkräfte auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Du hast gar kein Verhältnis zum Fahrzeug. Das ist halt das... Aber warum eier ich jetzt? Fahr doch geradeaus jetzt! Ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem Lenkrad fahre, kann ich den Chat überhaupt nicht lesen, Alter. Weil das so die Konzentration wegjuckelt. Kurze Pause hier kurz. Einen Moment. Dann kommen wir wieder hier. Mit euch sein hier. Ich weiß, Force Feedback und so kann ich alles einstellen. Ich weiß auch wie, Leute. Ich habe das mal eingestellt nach einem... Das haben wir hier eine Einstellung gemacht. Und ich bin einfach nach so einem Pro-Lenkrad-Forza-Fahrer sozusagen gegangen. Das war Standard-Einstellung. Aber ich sehe, du hast dein Lambo schon wieder umfoliert, ne? Umfoliert? Ja, ich kann dir gleich mal zeigen, wenn du möchtest. Das sehe ich schon. Nein, siehst du nicht. Handbremse ziehen und jalla, ja, ja. Egal, auf süß driften, ja, ja. Guck dir mal eine Alte an, die ist süß. Ein Boxenstopp bringt Essen. Und Frau Schieder sieht herrlich aus. Wollen Sie eine Runde mitfahren? Steigen Sie in mein Auto ein, Baby. Ja? Das ist bestimmt voll schwer, ne? Wie echt das Auto fahren. Schwer, oder? Ja, du hast ja gar kein Feeling so. Du musst so Feeling dafür kriegen. Hm. Nicht, dass man zu doll macht, weißt du? Nicht, dass er dann zu tief in die Materie reingeht. Weißt du, was ich meine? Boah, Leute, Hammer. Das ist Essen, ne? Oh. Hm? Ja. Aber es ist auch zu heiß. Muss ich noch eine Runde drehen. Okay, Lenkrad-Profi-Schüler am Start. Kein Problem. Kappa. Guck mal, dreht jetzt schon durch, Digga. Alles klar. Diese Fahne verpasst, ist das Leben vorbei, Mann. Leute, es ist einfach schwer, ich sag's euch. Es ist schwer. Ich bin zwar letzter, aber ich habe das Gefühl, ich fahr um mein Leben, Digga. Also, wisst ihr, ich denke, ich bin voll. Ich müsste jetzt eigentlich Zweiter sein. Aber das ist genau das Ding, man muss klein anfangen, Leute. Ja, genau so. Dann kriegst du noch hin, Digga. Ja. Ich hab echt das Gefühl von... Ey, das war gerade so anstrengend, Alter.
beim Joystick merke ich, wann das Auto abdriften will, wegdriften will. Und dann kannst du das Gas dann so halten, weil sonst würde er ausdriften. Bei dem weiß man noch nicht, wann das Punkt ist. Übungssache, Leute, stimmt. Tobias, willst du das Ding mich aufnehmen, ja? Wie sieht's aus? Willst du dich noch vorbereiten auf mich, oder? Ja, brauche ich nicht, Tobias, brauche ich nicht. Brauchst nicht. Nein. Oder wir sind beide gleich gut, kann man schon so sagen. Ja, aber... nichts aber. Der muss fair bleiben jetzt. Bin ich doch gerade. Aber klingt immer negativ. Aber. Okay, dann ohne aber. Bei einigen Situationen habe ich aber das Gefühl, ich bewahre da mehr Ruhe. Verstehst du? Und du fliegst dann immer raus. Jetzt doch der 600er LT wäre geil. Wie heißt du denn da? Oh, eine geile Mistau-Lederjacke, die ziehe ich ja gleich über den Arsch. Geil, das ist genau ihr Ding, ist das. Genau so eine Disco-Fotze ist das hier. Ja. Oh, ich fühle mich wie im Simulator ein bisschen. Also dieses so. Geil. Kennst du so Kaffee trinken, Traktor fahren und so? Please Cockpit Cam. Boah, Leute, das ist ja noch schwerer. Okay, Marina. Uwe kann die Cockcam machen. Ja, die Cockcam ist kein Problem, Jungs und Mädels. Was hast du für einen Wagen genommen? Den Ram. Okay, nehme ich auch. Gleiche Bedingungen. Hä, Mann, der beschleunigt gar nicht. Was ja, kommt ja Neues. Hä? Bin auf Vollgas drauf, so bist du 8000 rein. Meter weiter weg. Ah, ich lenke gerade. Ist deiner getuned? Ja, ein Mann. Hä, es ist echt komisch, Digi. Hast du am Anfang Vollgas gegeben? Ja. Weil Dodge Ram ist Allrad, Digga. Ja, aber bei mir hat der sich nicht von der Stelle bewegt. Als würde ich 90.000 Kilo wiegen und da drin sitzen. So, Leute, konzentrieren wir mal. Ich versuche jetzt echt mal einmal ein gutes Rennen zu fahren, Digga. Warte, muss der jetzt langfahren, Digga? Okay. Ich bin gerade richtig verwehrt. Ich bin falsch gefahren. Ja, ich fahre auch fast falsch, Digga, weil ich nicht check, dass man hier einfach durchfahren muss, Alter. Okay, warte. Einfach aufs Navi gucken. Komm, die Runde kannst du so. Oh, da kann ich nicht durchfahren. Irgendwas stimmt da nicht, Uwe. Weil er geht maximal einen dritten Gang. Ey, was hab ich falsch gemacht? Was ist das für eine Müllkacke-Scheiß-Wichse, ey? Eine geile Karre, Digga. Schön schwer, richtig aus. Nee, nicht geil. Meiner geht nur einen dritten Gang und dann nicht höher. Ja, meiner glaube ich auch, Digga. Ja, du bist im fünften, sehe ich doch hier im Stream. Ich bin konzentriert, ich hab Lenker drin an, sorry. Was für. Hä? Ohne AB, ja? Hä? Bunne habe, ja. Sag es mal zu deinem Geschäftspartner, Bunne. Ja. Weißt du, was das heißt? Nein. Was ist das? Also. Bunne habe. Ah, okay. Was ist das? Das habe ich auch gehört schon, das war schon. Ich wusste jetzt nicht, dass der Geschäft das weiß. Nee, heißt, was ist das? Dritter Gang, der schaltet nicht höher. Was ist das für ein scheiß Auto, Mann? Mit Lenkrad sieht echt schwer aus, ja, ist doch. Scheiße da, ey, ohne Witz. Aber warum schaltet deiner denn nur bis zum dritten? Bist du auf manuell oder was? Nein, ja, dann würde ich auch irgendwie zum dritten fahren. Du hast auch ein ganz anderes Auto, Digga. Tobias, der Chat sagt, die Bremsflüssigkeit hat bei dir gefehlt. Ja, Gas hat gefehlt. Leute, aber ganz ehrlich, feiert ihr das mit Lenkrad oder nicht so, Livestream? Sagt mal, Feedback ganz kurz. Oh, jetzt aber, komm, jetzt verstehe ich, Digga, warum man Lenkrad so geil findet, Digga. Man ist kurz voll drin in dem Moment, ich schwör's euch, Leute, ich war gerade voll drin.
Heftig, Digga. Man ist ganz kurz drinne, Digga. Aber wir sind da. Man ist ganz kurz voll drinne, Digga. Ich schwör's euch. Ganz komisch, Digga. Der eine Kommentar, der stimmt original. Was? Du sitzt so nah dran, sieht so aus wie diese Frauen, die über ihrem Lenkrad sind und Tunnelblick haben. Ja, aber das Ding ist Livestream, das ist ja nicht wie echt. Meine Füße, obwohl ich könnte... Ja, man macht das aus Sicherheit, weil du denkst, du hast mehr Kontrolle dann, weißt du? Also, weißt du, wie du meinst, aber so diese bildliche Vorstellung von dieser Realität, das kennst du auf der Autobahn, wenn du vorbeifährst, sitzt so eine Alte... Ah, nee, ich so weiß, Tobias, warte, weil ich... Der Stuhl vorne. Weil der Stuhl zu hoch ist, Digga. Ah, okay. Warte ganz kurz. Guck mal, jetzt sitze ich wie im Auto, ne? Jetzt sieht's cool aus. Jetzt sitze ich wie im Auto. Ja, jetzt musst du auf Milosch machen und die Dinge nach hinten komplett, die Lehne. Nee, jetzt genau so sitze ich wie im Auto, weil mein Stuhl war einfach so hoch. Der coole Boss, ja, so ist jetzt wie in echt. Das andere war so hoch irgendwie, deswegen. Das sag ich ja, wie die Frauen, wo ein... Ja, aber jetzt ist Gangster, jetzt guck mich an, Digga. Jetzt guck mich an. Ja, jetzt bist du echt Gangster. Wenn du jetzt auch noch wie ein Gangster fährst, dann... Stopp.